whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute habe ich den Writer's Tears auf dem Fass. Oh, hat Horst nicht den Whisky schon probiert? Ja, hat er. Und zwar hier. Aber er hat nur den normalen probiert. Ich probiere heute den Writer's Tears Cask Strength. Zeige ich mal die Flasche hier. Verstecken, sonst sieht er mein Gesicht und fokussiert auf mich. Ja, ist Flasche 61 von 2500 und ja, 53% Alkohol. Ja, ist aber kein Single Cask, weil 2500 Flaschen kriegt man aus einem Fass nicht raus. Ja, was geht's bei Writer's Tears? Um Writer's Tears geht's um die Szene von James Joyce aus Dublin. Das ist dann Joyce Dublin. Das war so ein Schriftsteller. Sein berühmtestes Werk war Ulysses. Weiß nicht, wie man es ausspricht. Also Horst hat da ein bisschen mehr erzählt drüber. Ich habe das Werk nicht gelesen. Ja, und das soll hier so darstellen. Writer's Tears, wenn die Iren weinen, dann kommt Whisky raus. Können wir jetzt ein bisschen meinen. Versoffenes Pack. Naja, also. Tut mir leid, wenn ich hier irgendjemand beleidigt habe. Nicht jeder Schreiber ist Säufer. Und was ist das jetzt? Das ist jetzt ein Mix aus Single Malt und Single Pot Still Whisky. Okay. Heißt aber, da kann A, Whisky aus Column Stills drin sein und B, da kann auch Grain Whisky drin sein. Also Whisky aus nicht gemälzter Gerste. Schauen wir einfach mal. Also 53%, das schafft man auch noch ohne Verdünner. Muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, da habe ich schon was. Von hier sogar. Was ist denn das? Äpfel sind es. Kandierte Äpfel. Ich weiß nicht mehr, ob Horst das gesagt hat. Ich glaube, er hat reife Äpfel gesagt. Nee, für mich sind die kandiert. Das ist direkt genauso wie die am Weihnachtsmarkt, diese Äpfel, die außenrum diese rote Glasur haben. Ja, ja, Äpfel. Oh ja, das ist aber intensiv. Kriegt da noch mehr? Oh, ein bisschen viel Alkohol. Nase zu tief drin. Oh, das ist aber intensiv. Ja, doch, Sonne. Eine leichte. Ja, doch, wenn man sich drauf konzentriert, kommt die Vanille nur dann auch ganz gut raus. Ja, Vanille. Vanille, kandierte Äpfel. Uiuiui. Schön, also so stark hatte ich das mit den Äpfeln, vor allem kandiert und noch keinem Whisky. Schon viel Birne gerochen, aber das geht nach Äpfel. Also irgendwie erinnert mich das generell an irischen Whisky. Weiß nicht warum, aber kommt eine Vanillenote durch. Definitiv Vanillenote. Aber nicht so aufdringlich süß wie in einem Bourbon, sondern Vanille. Aber weniger von dieser Popcorn-Süße, die man öfters im Bourbon hat. Ja. Wow. Was ist denn das noch? So eine Würzigkeit drin, aber ganz desto wärmer wartet, desto stärker Würze. Das sind das Kräuter. Schwierig.
Schwierig. Also irgendwo so eine gewisse Kräuternote ist da noch drin. Kann man sich aber echt nicht genau definieren. Das ist ziemlich komplex, die Geschichte hier. Also der hat eine Menge verschiedene Geschmäcker. Oh, da sind noch irgendwie vergorene Früchte. Also ich mache jetzt mal, wie viel habe ich denn noch? Nochmal viel. Ganz wenig Wasser rein. Vielleicht kann ich das Ganze dann ein bisschen besser auseinandernehmen. Das ist wirklich komplex. Also, leicht überreife Früchte. Hätte ich jetzt da noch rausgepickt? Ja, doch, überreife Früchte sind da noch drin. Ne, das hat ihn zerstört. Also habe ich zu viel Wasser reingetan. Jetzt schmeckt er flach. Ne, also für mich war da das Wasser hat es getötet. Ja, das ist der Rider's Tears. Also der Geruch sehr, sehr intensiv nach kandierten Äpfeln, reife Äpfel. Und im Geschmack hatte ich dann einen guten Vanillegeschmack und relativ komplex, was man schwer auseinandernehmen konnte. Ich hätte gesagt Früchte und noch eine gewisse Würzigkeit drin. Was es für Gewürze waren, keine Ahnung. Wenn es euch interessiert, schaut bei uns im Shop vorbei. Ist limitiert auf 2500 Flaschen weltweit. Also wird nicht ewig drin bleiben. Und vielen Dank fürs Zusehen.